Das modulare Produktionssystem, kurz MPS, der Firma Festo Didactic ist eine der Industrie nachempfundene Produktionsanlage, die für Lehrzwecke am IAS erstellt wurde. Das modulare Produktionssystem besteht aus vier unterschiedlichen und frei kombinierbaren Einzelstationen. Die Stationen erbringen die Funktionen Verteilen, Prüfen, Bearbeiten und Lagern. Dabei werden reale Sensoren und Aktoren eingesetzt. Das Produktionssystem ist über ein Bussystem an den Steuerungs-PC angeschlossen. Die MPS-Anlage wird von einem gewöhnlichen PC gesteuert. Auf demselben PC läuft eine 3D-Simulation der Anlage. Ziel der Simulation ist es, einen direkten Vergleich zwischen Soll- und Ist-Verhalten des MPS zu ermöglichen. Die Anlage befindet sich jetzt im Automatikmodus und produziert selbstständig Werkstücke. Parallel dazu läuft die 3D-Simulation. Der Rundschalttisch dreht sich sowohl in der Simulation als auch in der realen Anlage. Sowohl in der realen Anlage als auch in der Simulation wird ein rotes Werkstück auf dem Band befördert. Die Werkstückfarbe wird in der Simulation je nach Signale der Werkstücksensoren in der Prüfstation angepasst. Der Portalkran bewegt sich in beiden Systemen. Die Simulation liest aus der SPS die Anzahl der Schritte der Schrittmotoren und rechnet diese in eine Position für das 3D-Objekt um. Die Übergabe der Werkstücke zwischen den Stationen findet auf Basis von Sensorsignalen statt. Wenn der Sauggreifer seine Farbe von Gelb auf Grün wechselt, hat sich in der realen Anlage ein Vakuum aufgebaut. Das heißt, ein Werkstück wird angesaugt. Man sieht an diesem Beispiel, wie das am IAS existierende modulare Produktionssystem dazu dient, neue Konzepte der Steuerung, Visualisierung und Simulation zu erforschen.